So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing, Pokémon Go, gar kein Go, aber trotzdem Pokémon und Unboxing. Ich habe nämlich Post bekommen vom Ned Ghost, der war bei der Pokepost in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, da gibt es so ein Pokepost-Sender wohl irgendwas. Alle Berliner sind dahin, haben sich da so Karten geholt, die sie kaufen konnten, verschicken konnten, direkt mit Briefumschlag vor Ort, verschiedene Motive, irgendwas hin und her. Was genau das aber ist, weiß ich trotzdem nicht. Werde ich vielleicht gleich erfahren, wenn ich hier mal reingucke. Er hat ja so einen super schönen Briefumschlag sich geholt zum Verschicken. Hier seht ihr ein lilanes Design, sieht aus wie eine Milka-Kuh. Da steht Pokémon. Pokepost. Hier ist ein Pikachu, das baut gerade einen kleinen Relaxo-Schneemann. Das sieht richtig schön aus. Ihr seht hier diesen Hintergrund, diese Bäumchen. Die Schneelandschaft ist am Start. Da ist Adresse drauf. Dann drehen wir es mal rum. Sehen hier nochmal den Briefumschlag zu. Pokémon, Pokepost. Diesen Winter Freude schenken. Lass uns gemeinsam ein Pokémon-Abenteuer erleben für Ramses von Ned Ghost 79. Hier guckt das Pikachu nochmal rüber. Sieht auch richtig schön aus. Hashtag gemeinsam Pokémon 2023. Copyright Pokémon, Nintendo, Creatures, Game Freak, TM, Nintendo. Und nochmal die Bäume, das ist wichtig. Gemeinsam Pokémon. Ich muss immer an Pokémon Go denken und dann hast du so die Hoffnung, da ist so ein Code für so eine Forschung drin. Die löst du ein, die löst der andere aber auch ein. Und nur genau ihr zwei habt diese Forschung und die müsst ihr dann aber gemeinsam als Team lösen. Das wäre für mich gemeinsam Pokémon. Was ist jetzt aber wirklich drin? Wir machen das mal auf. Wir gucken hier rein. Der Briefumschlag ist jetzt schon leer. Der kommt aber in meine Sammlung, wo die Fanpost drin ist. Wir haben hier eine Karte. Eine Pikachu-Promokarte, gemeinsam Pokémon, Ladevorgang Pikachu. Hier steht in Gold gemeinsam Pokémon drauf als Bildunterschrift. Das ist schön. Hier steht nochmal DE Pikachu-Promokarte, USA, United Kingdom, Ireland. Das ist dieses eine Kärtchen. Das bleibt bei mir auch jetzt hier einfach eingeschweißt und da drin. Die werde ich auch nicht verschenken, die werde ich nicht verlosen. Die werde ich jetzt zusammen mit dem Zeugs hier aufbewahren. Die ist vom NetGo. Seid ihr, glaube ich, gesagt? Ich habe die Pikachu-Edition, er hat die Evoli-Edition sich gehört. Das heißt, wir sind noch nicht mal zwei Pikachu-Bros, weil er ist einfach Evoli. Und hier ist noch ein Fun-Pack drin. Drei zusätzliche Spielkarten von Karmesin und Purpur. Paradox Rift Fun Pack. Also ihr könnt da sowas kaufen. Also ist das da eh mit drin? Ich weiß es nicht. Klärt mich auf in den Kommentaren. Am besten der NetGhost. Geht es jetzt nur um diese Karte, die man verschickt per Post an einen Freund? Oder ist beim Kauf sowieso ein random Päckchen drin plus die Karte? Oder kann man sich ein Päckchen dort aussuchen von verschiedenen? Plus eben die Karte aussuchen, ob das jetzt Pikachu oder Evoli ist. Gibt es da noch mehr oder gibt es nur Pikachu und Evoli? Und ist das da mit drin dabei oder ist das jetzt zusätzlich dann reingelegt? Fragen über Fragen. Wir machen das Teil jetzt mal hier auf. Lass das nicht Marie sehen. Die raste dann auch wieder komplett aus. Was? Wo? Schnell hier, Pokémon. Jetzt machen wir mal so. Ich habe keine Ahnung, wie man das aufmacht, deswegen, ich habe es jetzt einfach hier auf. Hier ist jetzt drin ein Zettel von Karmesin Purpur mit diesen, hast du Fragen zum Spiel? Genau, da kannst du hier aufklappen. Da siehst du hier nochmal Werbung für alles andere, für Diamant, Perle. Dann hast du hier das, den Kartendeck, Sammelkartenspiel, was du da online auch immer alles machen kannst. Hast hier Pokémon TV, wo du alle Pokémon-Folgen gucken kannst. Du hast hier Pokémon.de Trading Card Game, alle Informationen zu den Trading Card Games. Hier hast du nochmal New Pokémon Snap als Werbung. Das kennt ihr vielleicht.
vielleicht hat es schon mal einer gespielt. Play Pokémon Events Suche, wo ihr antreten könnt gegen Freunde, gegen was anderes. Hier haben wir nochmal ein Karmesin Purpur Paradox Rift, wo ein mega brutaler Lander drauf ist. Ja, und hier halt den Anfang vom Heft. Es geht aber jetzt um diese Karten. Hier haben wir ein Psycho Flatutu mit Ruckzuckhieb. Flatutu. Habe ich, glaube ich, gefangen, als wir gespielt haben. Ja, hat halt so ein Röckchen an und sieht halt lustig aus. Ah, die Schatz, was ist denn los? Gehen wir mal weiter. Haben jetzt ein Kleptifuchs. Den finde ich schon mal besser, weil das ist ja hier Typ Unlicht, ne? Der Kleptifuchs vom Typ Unlicht, den nimmt man gerne mit. Der sieht richtig brutal. Der Kleptomane, Überraschungsangriff 30. Das ist cool. Und jetzt das Letzte, pass auf. Uiuiui, ein Saltigant 160 Kampf-Pokémon. Richtig brutal. Dann ist auch hier wieder so holo, ne? Dass das alles leuchtet und glitzert und macht. Richtig hochwertig. Eine Saltigant. Das finde ich gut. Das ist ein kolossales, fettes Pokémon. Die möchte man so haben. Dann war es das auch schon. Wir können euch nochmal den Adi-Schatz zeigen. Der sitzt nämlich hier am Fenster wie ein Gangster und hat die ganze Zeit aufgepasst, dass alles passt. Adi-Schatz, ja, der muss merken, dass man es streichelt. Guck, Liebe. Dankeschön natürlich an NetGhost. Grüße gehen raus. Das war meine erste und wahrscheinlich letzte Pogepost. Ne? Habt ihr auch schon mal eine Pogepost verschickt? Habt ihr schon mal eine Pogepost bekommen? Schreibt mal rein, NetGhost, machen wir da einen riesen Beitrag drunter, was es da alles gab, ob wirklich Evoli, Pikachu die zwei waren, ob es da noch mehr gibt und ob das Päckchen dabei ist, automatisch, randommäßig, ob man sich das aussuchen kann, dass es da verschiedene gibt. Ich freue mich über die Sachen, ich packe die wieder in den Umschlag, die bewahre ich mir auf in meiner Fanpostbox. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.